Liebe Sängerinnen und Sänger, liebe ehemaligen Mitglieder unseres Chores, liebe Projektsänger und Sängerinnen, liebe Interessierte. Noch immer lässt die Pandemie es nicht zu, dass wir uns in großer Chorgemeinschaft sehen und begrüßen können. Auch können wir nicht, nun schon zum zweiten Mal, gemeinsam für Ostern proben. Das ist nicht leicht auszuhalten. Unsere nun wöchentlich zur Probenzeit geplanten Abendgebete mögen uns als Zeichen unserer Verbundenheit dienen. Bis Ostern treffen wir uns jeweils dienstags um 19.45 Uhr zum gemeinsamen Gebet. Wir können uns nicht sehen und auch nicht hören, aber um die gemeinsame Zeit des Betens zu wissen, kann doch sehr verbinden. Natürlich sind die YouTubes, diese Videos, aber auch zugänglich zu jeder weiteren Tages- und Nachtzeit. Einige der schönen Abendlieder aus dem Gotteslob bilden sozusagen die Grundlage für diese Abendgebete. Unsere Chorvorstandsmitglieder und Musiker unserer Gemeinde, die allesamt dem Chor sehr verbunden sind, erfüllen diese Andachten inhaltlich mit Leben. Und erst durch das hohe Maß an Engagement aus der Leiterrunde St. Marien ist es uns möglich, alles im Bild, Film, Licht und Ton sehen und erleben zu können. Die Abendlieder erzählen ja nicht nur vom zu Ende gehenden Tag und dem Wunsch nach einer geruhsamen Nacht. Sie stehen auch für das Leben, das vergänglich ist, und für die Hoffnung und die Gewissheit auf ein Leben nach dem Tod. In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen zuversichtlichen und mutigen Weg durchs Leben und auf Ostern zu. Auf ein Wiedersehen. Matthias Claudius, der Mond ist aufgegangen. Als Elfjähriger verlor Matthias Claudius seine zweijährige Schwester Lucia Magdalena, wenige Tage später seinen Bruder Lorenz und zwei Monate später seinen Halbbruder Friedrich Karl. Früh begegnete Matthias Claudius also dem Tod. Sein Abendlied ist ein typisches Produkt der Reformationszeit. Typische Elemente dieser Gattung sind die Angst vor der hereinbrechenden Nacht, die Erinnerung an den zurückliegenden Tag sowie die Form von Andacht. Auf der Homepage der Stephanuskirche Tübingen fand ich Anregung in diesen Gedanken zu dem Abendlied. Der Mond ist aufgegangen, die güldenen Sternlein prangen am Himmel hell und klar. Der Wald steht schwarz und schweiget und aus den Wiesen steiget der weiße Nebel wunderbar. Matthias Claudius schrieb 1779 dieses bekannte Abendlied nach einer persönlichen Krise, ausgelöst durch eine schwere Lungenerkrankung. Er rechnete mit seinem Sterben. Nach überstandener Krankheit entstand dieses Lied. Eine Abendstimmung malt uns die erste Strophe vor Augen. Der Blick in die Nacht ist zum Staunen und Innehalten. Mond und Sterne stehen für die Weite des Universums. Der schwarze Wald und der Nebel deuten die Geheimnisse der Schöpfung an, die wir nicht immer durchschauen. Mit dieser Strophe öffnen wir uns vor dem Schöpfer aller Welten, halten am Ende eines Tages inne, staunend wie damals Abraham, als er aus der Enge seines Zeltes unter den weißen Sternenhimmel Gottes trat und neu in seinem Vertrauen auf Gott bestärkt wurde. Thank you.
wie ist die Welt so stille und in der Dämmerung Hülle so traurig und so hold, als eine stille Kammer, wo ihr des Tages Jammer verschlafen und vergessen sollt. Wenn die Welt zur Ruhe kommt und still wird, dürfen das auch meine Gedanken, meine Ängste und Sorgen, meine Fragen und meine Klagen. Die Nacht darf zur Quelle neuer Kraft werden. Wenn es uns so geschenkt ist, können wir dankbar sein. Und wenn der Jammer am nächsten Tag nicht geringer ist, hat doch eine gute Nacht ihn unterbrochen, ihm eine Grenze angezeigt. Wir kennen aber auch die andere Erfahrung, dass es durchwachte Nächte gibt, dass der Schlaf uns nicht barmherzig in seine Arme nimmt, dass die Gedanken und Ängste nicht zur Ruhe kommen wollen. Diese Strophe legt uns nahe, das eigene loszulassen und uns einzuhüllen in die Dämmerung, in den Schlaf, in Gottes Dasein. Seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Wir stolzen Menschenkinder sind eitel arme Sünder und wissen gar nicht viel. Wir spinnen Luftgespinste und suchen viele Künste und kommen weiter von dem Ziel. Die dritte und vierte Strophe erinnern uns an die Grenzen unserer Wahrnehmung und unseres Wissens. Alles menschliche Können und Verstehen bleibt unvollkommen. Manchmal belächeln wir tatsächlich eine solch naive Weit- und Weltansicht. Oft sind wir doch stolz auf unsere Wissenschaften, auf Fortschritte in Technik und Medizin, auf Errungenschaften wie Demokratie und Menschenrecht und auf vieles mehr. Zu Recht. Wir dürfen stolz sein auf vieles, das sich Menschen erarbeitet haben. Nicht auf alles und nicht unkritisch. Die großen Themen unserer fortschrittsgläubigen Welt werden uns wieder einholen nach der Corona-Krise. Und plötzlich sind wir in einem globalen Burnout, der unsere Welt auf den Kopf stellt, der uns zwingt zu Maßnahmen, die unsere Ältesten aus Kriegszeiten kennen und sich daran erinnern. Ein kleines Virus legt die Welt lahm in nicht vorstellbarem Ausmaß. Nein, es gibt nicht nur die eitelarmen Sünder, die weiter wegkommen vom Ziel. Es gibt viele, die sich auf das Wesentliche besinnen, die in dieser Krise auch eine Chance sehen und sich in Nächstenliebe engagieren. Wie selbstverständlich arbeiten viele Menschen in den Krankenhäusern, Praxen, Apotheken, Pflegeheimen, in der Versorgung mit Lebensmitteln und bei handwerklichen Notwendigkeiten, bei der Feuerwehr, der Polizei, in der Regierung, in Bund und Ländern und vielen anderen Bereichen. Thank you.
Gott, lass dein Heil uns schauen, auf nichts Vergängliches trauen, nicht Eitelkeit uns freuen. Lass uns einfältig werden und vor dir hier auf Erden wie Kinder fromm und fröhlich sein. Das klingt ja nun sowas von naiv, doof und unerwachsen. Nur dann, wenn wir uns an den alten Begriffen aufhalten. Eitelkeit, die sehen wir täglich, wenn sich Leute selbst groß machen und ins Rampenlicht stellen, in der Modewelt, in der Politik, in Leserbriefen der Zeitung oder in irgendwelchen anderen Nachrichten. Lass uns einfältig werden, nicht so, als hätten wir keine Ahnung von der Realität und dem Geschehen unserer Zeit, nicht so, als würde uns das alles gar nichts angehen, aber doch in dem Sinn einfältig, dass wir uns von allem, das nach uns greifen will, nicht greifen lassen. Dass wir unterscheiden können zwischen den Geistern, die das Evangelium verdunkeln, und dem Heiligen Geist Gottes. Die Furcht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld. Wie Kinder fromm und fröhlich sein? Nicht so, als wäre unser Glaube in den Kinderschuhen stecken geblieben, als hätten wir nicht nachgedacht über Zweifel, über Fragen, über die vielfältigen Erfahrungen auch im Glauben. Aber so, dass wir immer wieder zurückfinden zu frommen, fröhlichen und kindlichen Vertrauen an den himmlischen Vater, das uns trägt. Ein fröhliches Herz ist eine schöne Gabe Gottes. Es kann uns in Zeiten einer Krise bewahren vor depressiver Verzweiflung und den Blick freimachen für die Not anderer. Wollst endlich sonder Grämen aus dieser Welt uns nehmen, durch einen sanften Tod. Und wenn du uns genommen, lass uns in den Himmel kommen, du, unser Herr und unser Gott. Es geht um den Tod. Die Bitte um einen sanften Tod verstehen viele Menschen. Wir möchten nicht gewaltsam sterben oder in einem Kampf unter Schmerzen an Leib oder Seele. Es hat ja noch Zeit bis dahin. Matthias Claudius redet den Tod nicht herbei. Wollst endlich, nicht im Sinne von sofort, aber ein bisschen plötzlich, endlich am Ende unseres Lebens, wann immer es kommen wird. Wohl denen, die dieses Ende des Lebens, das uns allen nicht erspart bleibt, im Blick haben und verstehen als eine besondere Stunde Gottes mit uns. Und wenn du uns genommen, lass uns in den Himmel kommen. Gibt es eine schönere Zielvorstellung? Wir können den Himmel nicht beschreiben. Wenige Texte unserer Bibel reden Klartext im modernen Sinn, als hätten wir einen Werbespot. Dass der Himmel Gottes uns offen steht und wir willkommen sind, das verspricht uns Jesus im Glauben an ihn. So legt euch denn, ihr Brüder, in Gottes Namen nieder. Kalt ist der Abendhauch. Verschon uns Gott mit Strafen und lass uns ruhig schlafen und unseren kranken Nachbarn auch. Der
Der kalte Abendhauch knüpft nochmals an die erste Strophe an. Der Tag ist zu Ende. Wohl denen, die eine Heimat haben, ein Zuhause, bei geliebten Menschen, ein Bett. Wir denken an alle, die sich danach sehnen. An den Grenzen Griechenlands, auf den Meeren, auf der Flucht, in Zeltlagern. Millionen Menschen haben nicht, was wir hier als selbstverständlich kennen. Wir denken an alle, die jetzt nicht wissen, wo sie Strom, Wasser, Heizung bezahlen sollen. Finanzielle Engpässe, existenzielle Sorgen. Was bleibt übrig nach der Krise? Verschon uns Gott mit Strafen. Manche haben damit ihre liebe Mühe. Man kann es so verstehen, dass sich die Bitte an die Barmherzigkeit Gottes richtet. Wie befreiend und entlastend ist es, den Tag in Gottes Güte und Barmherzigkeit zu legen. Eine ruhige, erholsame Nacht braucht den Frieden mit dem zu Ende gehenden Tag. Lass uns ruhig schlafen. Ja, und wir vergessen nicht den kranken Nachbarn. Davon gibt es jetzt zu viele. Menschen, die wir kennen, um die wir uns sorgen. Menschen, die wir in den Krankenhäusern wissen, ohne sie zu kennen. Menschen, die in der Angst vor Ansteckung leben. So legt euch. Das ist die Sprache des Segens. Seid gesegnet für diese Nacht. Und nicht nur du und ihr, sondern alle, die sich danach sehnen und es brauchen für Leib und Seele. Dieses Lied hat sicher auch deshalb die Herzen vieler Menschen berührt, weil es von einer tiefen Geborgenheit bei Gott erzählt, ohne billig, naiv oder sentimental zu werden. Auch ich möchte zu Fastenzeiten einen kleinen Beitrag leisten. Ich werde den portugiesischen Vaterunser vortragen. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.